Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, wie du Datensätze einfach und schnell mit SQL einfügen kannst. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann, und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt starten wir los. Bist du bereit, deiner Datenbank etwas Leben einzuhauchen? Keine Sorge, es ist gar nicht so schwer, wie es klingt. Sobald du den Dreh raus hast, wirst du dich wie ein Datenbank-Ninja fühlen, der in der Lage ist, Datensätze mühelos hinzuzufügen. Wir sehen uns nun gemeinsam an, wie du einen Datensatz richtig einfügst, die Reihenfolge der Werte berücksichtigen, sowie auch Datensätze mit leeren Werten einfügen kannst. Zu guter Letzt sehen wir uns auch gemeinsam an, wie du mehrere Datensätze auf einmal einfügen kannst. Also, los geht's! Bereite deine Finger auf ein bisschen Tastaturakrobatik vor und folge mir, wie man in einfachen Schritten Datensätze in SQL-Datenbanken einfügt. Ich bin dazu auf einen SQL-Server verbunden und werde im ersten Schritt eine gemeinsame Sicht auf unsere Daten machen. In diesem Fall möchte ich die Beispiele an der Kundentabelle durchführen und mit einem Rechtsklick kann ich mir den Dateninhalt zunächst einmal ansehen. Wie wir sehen, besteht diese Tabelle aus wenigen Spalten, User-ID, Username, First Name, Last Name, Gender und so weiter. Nun möchte ich für diese Tabelle einen ersten Datensatz einfügen. Wie mache ich das? Das kann ich mit folgenden SQL-Anweisung bzw. Befehlssatz durchführen. Der lautet Insert into, anschließend die Tabelle, in der ich den Datensatz einfügen möchte. In diesem Fall Datenbank, Schema und die Tabelle. Dann muss ich die Spalten von dieser Tabelle angeben, und zwar in diesem Fall Username, beziehungsweise kann ich diese hier ganz einfach übernehmen. Die User-ID, die erste Spalte, werde ich nicht angeben, da es sich um einen Primärschlüssel handelt, der automatisch hochgezählt wird und ich nicht einfügen kann. Also ich kopiere nun die entsprechenden Spalten, füge diese hier ein, schließe die Spalten mit der Klammer und zu guter Letzt komme ich nun zum Bereich der Werte, und zwar leite ich diese mit dem Befehl Values ein und kann nun meine Werte angeben. Username nennen wir Hesselhoff. Passwort und schließen den Befehl ab. Und wie ihr seht, habt ihr die erste Zusammenstellung eines Datensatzes vorbereitet. Das kann ich nun mit Execute ausführen und wir haben diesen Datensatz nun in der Tabelle. Ich kann diese dann entsprechend heraussuchen in dieser Tabelle, und zwar wenn ich nach dem Username Hesselhoff suche. Hier sehen wir es, er wurde mit der ID 19277 eingeführt. Nun habe ich eingangs erwähnt, dass die Reihenfolge auch sehr wichtig bzw. von Bedeutung ist. Es muss darauf geachtet werden, dass bei der Angabe der Spalten diese nicht versehentlich vertauscht werden. Wie hier kann ich ja versehentlich den Last Name dem First Name vorreihen. Das hätte zur Folge, dass auch entsprechend falsch die Werte eingetragen werden. Nun kann es aber auch vorkommen, dass du Spalten hast, die keine Werte beinhalten. Sprich, das Einfügen von Datensätzen mit vereinzelt leeren Spaltenwerten in SQL kann man mit dem Bild von einem Puzzle vergleichen. Stell dir vor, du hast ein Puzzle mit vielen bunten Teilen vor dir liegen, und manche Teile haben Bilder und andere sind leer. Genau wie beim Puzzle musst du die leeren Teile mit Daten füllen, damit das Gesamtbild stimmt. In SQL kann das damit erreicht werden, indem du die leeren Spaltenwerte mit einem Null
ersetzt. Das bedeutet, ich gebe hier einfach den Wert null an und kann somit diesen nicht vorhandenen Wert einfügen. Bevor wir nun zum letzten Abschnitt, das Einfügen von mehreren Datensätzen, kommen, möchte ich noch dir den Hinweis geben, dass in diesem Video alle besprochenen Themen nochmals für dich zusammengefasst in einer Datei unter diesem Video bereitgestellt ist. Und zwar habe ich hier in diesen kurzen PDF-Datei alle wichtigen Befehle und Beispiele dir zusammengefasst und sollen dir das Arbeiten mit SQL erleichtern. Kommen wir nun zum Einfügen mehrerer Datensätze. Stell dir vor, du hast eine riesige Schüssel voller leckerer Datensätze, die du unbedingt in eine SQL-Datenbank füllen willst. Du nimmst dir die erste Handvoll und stopfst sie in die Datenbank, genau wie man es bei einem überfüllten Buffet machen würde. Dann nimmst du die nächste Portion und stopfst auch die in die Datenbank, bis alle Datensätze schließlich sicher und geschützt eingetragen sind. Nun, wie kann ich das in SQL durchführen? Du kannst das einfach durchführen, indem du diese mit einem Semicolon am Ende trennst und somit kannst du mehrere Datensätze ganz einfach einfügen. Das bedeutet, ich gebe hier die Abfrage heraus und kann mit Ausführen entsprechend diese drei Datensätze einfügen. Ein kurzer Tipp noch am Ende: Du kannst auch, anstatt dir die Syntax auswendig zu merken, auch mit einem Rechtsklick hier auf die Tabelle unter Script Table As im Bereich Insert To kannst du dir auch diesen Syntax zusammenstellen und musst letztlich nur noch die Werte ausfüllen. Ich hoffe, ich konnte dir damit das Einfügen von SQL-Datensätze gut erklären, und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!